Wie viel Zeit habe ich? Geht da gar nicht. Ja, doch, da 54 Minuten. Ich habe einfach mit Sebastian über eine Stunde gespielt. Okay, das ist 12. Sehr gut, ne? Das sind 6. Ja, dann würde ich auf jeden Fall gerne anfangen wollen. Jo. Ich weiß nicht, wie viel neu rausgekommen ist, was ich erklären müsste, aber ich glaube, ein kleines bisschen da schon neue Sachen bei. Fangen wir erstmal mit den Sachen an, die du kennst. Und zwar würde ich ganz gern erstmal Seelen der Magier aktivieren und jetzt Kosten reinlegen. Schwarze Magier, würde ich gerne Schwarze Magier beschwören wollen. Dann würde ich gerne Magician Salvation aktivieren. Mhm. Das ist eine Spielverzauberkarte. Sie sagt, wenn ich den Schwarzen Magier rufe und ich habe sie im Friedhof, das Schwarze Magiermädchen, darf ich sie vom Friedhof beschwören. Wenn ich praktisch sie rufe, kann ich ihnen beschwören. Rufe sie gegenseitig. Bei Aktivierung darf ich mir direkt eine ewige Seele von meinem Deck setzen. Jupp. Ewige Seele hast du noch auf dem Schirm, so Pi mal Daumen. Ja, nee. Also alle schwarzen Magier sind unberührt von, also nur er, oder der wirklich schwarze Magier heißt, unberührt von Karteneffekten. Mhm. Und ich kann einfach pro Spielzug einen von zwei Effekten aktivieren. Entweder darf ich mir einen von den unten genannten Zaubern suchen, oder ich darf einen schwarzen Magier unwählen von Hand oder von Friedhof Spezialbeschwören. Dann spiele ich als nächstes Secrets of Dark Magic. Das ist eine Ritual- oder Fusionskarte. Ich weiß ja, Fusionsbeschwörung. Und dann rufe ich mir einmal Schwarzer Magier, den Drachenritter. Und der sagt praktisch, du kannst meine Zauber- und Fallenkarten nicht mehr als Ziel wählen und sie können auch nicht mehr durch deine Karteneffekte zerstört werden. Und der heißt Schwarzer Magier auf Spielfeld und Friedhof. Und dann wärst du dann. Du bist? In der Dorfface. Ich kann ewige Seele aktivieren, um Schwarz Magier zu specialen. Jupp. Und dann darfst du machen. Die Hand war nicht so super. Geil. Doch. Ja. Ich glaube, die ist richtig gut gegen mich. Mhm. Set 1? Ja. Set 2? Ja. Set 3? Yay. Set 4? Boah. Endfest. Cool. Dann Drawface? Jo. Standby Face? Anspit? Okay. Auf dem Resolve? Ja. Ja. Okay, perfekt. Ja. Search für... Das ist für Sick. Und das war's. Also ihn kann ich nicht targeten. Also du kannst praktisch... Also sie sind unberührt von Karteneffekten, beide. Ja. Weil er ist schwarzer Magier, also er ist ein echter Schwarzmagier und er wird zum schwarzen Magier. Mhm. Genau, die sind unberührt und er sagt praktisch, meine Backbow ist, kann ich zerstört werden, dann kann ich als Ziel gewählt werden. Ja. Das ist blöd. Yes. Dann aktiviere ich den zweiten Magician Salt, lege als Kosten rein. Ah, wo ist sie? Mein schwarzes Magiermädchen. Mhm. Jetzt auch dieses Special. Ne? Und jetzt muss ich mir überlegen, ob ich entweder Salt selber Special oder mein schwarzes Magiermädchen. Ich würde tatsächlich sogar sagen, mein schwarzes Magiermädchen würde ich ganz gerne selber Special. Mhm. Also sie ist nicht unberührt. Ich weiß auf jeden Fall, dass du Crackdown ist. Ich glaube, ich würde einfach mal in die Battle-Phase gehen wollen.
Vorwürfnis? Ja. Activate Spoofing. Mhm. Chain Tracker. Mhm. Mädchen. Jo. Und Spoofing Shuffle Faker. Mhm. Search für Conqueror. Ach, das war die. Ah, warte mal, wie genau ist das Wording? Du weißt aber, du kannst den Angriff nicht annullieren, wenn einer von denen angreift, weil wir unberührt sind. Ja. Du kannst höchstens, wenn ich sie auf dem Spielfeld wieder zurückbekomme. Okay, dann machen wir das jetzt ganz einfach. Dann würde ich gerne. Dark Magician Skull angreifen. Jo. 500 Damage. Die Crackdown glaube ich auch, ne? Die macht eine freie Zone. Du musst eine Altergeistkarte kontrollieren, um zu negieren. Wie war das? When an opponent monster kills an attack, you control an Altergeistkarte, you can switch some of this card from your hand, and if you do negate the attack. Okay. Würde ich ganz gerne mit Knight den Silicus angreifen. Die kann ich hier leider nicht negieren. Dann in der Battlephase noch ewige Säbel-Effekt. Yep. Special. Jo. Effect Salvation. Ich gerne einen Dark Magician Girl vom Friedhof wieder. Jo. Dann würde ich einen mit schwarzer Magier direkt angreifen. Und mit dem Mädchen. Jo. Und dann Mainphase 2. Friedhof ist auch nicht gut. Kannst du nicht bessere Karten im Friedhof haben? Ja. Der kann euch auch zu fast jedem Spieler sagen. Ich weiß ich irgendwie nicht, was ich machen will. Eigentlich zu jedem Spieler. Ich könnte halt vor den Bums machen eigentlich. Und? Hallo, Hase! Bist du wieder da? Freiheit! Hast du in der Runde schon Spoofing benutzt? Ja. Das heißt, es gibt eine unbekannte, meine ich. Ja. Ich würde behaupten, da kommst du sowieso nicht drüber, deswegen mach du mal ruhig. Ne, da komm ich nicht drüber. Ey. Ich glaube, ich will mir gleich nochmal weiße Höhlen, dann kann ich auch Evil Earth spielen. Jetzt weiße Höhlen spielen? Ja. Mich nicht umhüllen. Also wegen High Tent Chips und allem. Stimmt. Voller Monster und du spielst Anti-Spell. Und ich wollte mir gerade so ein Habchen Federwisch suchen und dachte mir so, ja gut. So umdenken. Denk mal, du möchtest bestimmt anfangen. Ja. Warum so? Ja. Brokkot? Sevon? Mhm. Du? Mhm. So viel? Ist das aufgenommen? Ja. Krass. Dann Warface? Jupp. Semperface? Jupp. Manface? Jupp. Will ich wieder Salvation spielen wollen? Macht das die Untargeted ist. Ne, das war die ewige Seele direkt setzt und dann, wenn ich einen von den beiden rufe, dass ich praktisch den Gegenpart vom Friedhof immer rufen kann. Ist fein. Okay. Sollen wir uns das Buch mal angucken? Setze ich einmal ewige Seele hier hin.
bist du. In deiner Endphase? Ja. Protocol? Ja. Special? Ja. Perfekt? Ja. Sick. Perfekt. Mhm. Bounce Faker. Und bounce die ewige Seele. Dann darauf noch Spoofing. Mhm. Schaffe Marinetta weg. Mhm. Die Inselgruppe noch. Für Sieg. Hier. Dann ich noch. Mhm. Du fest. Normisson. Ja. Link. Link die Infektion. Bälle. Mhm. 500. Würde ich gerne meinen Seelendiener aktivieren. Mach. Theoretisch könnte ich jetzt Karten von meinem Friedhof, von meinem Deck oder von meiner Hand, die irgendwie mit schwarzem Magier zu tun hat, also packe ich mein ganzes Deck oben auf mein Deck packen. Aber nur eine Karte. Nur drauflegen? Nur drauflegen. Und im Friedhof hat die dann noch einen anderen Effekt. Weil der ist jetzt sehr unrelevant. Okay, das ist fein. Okay. Dann lege ich mir oben auf mein Deck. Und starte der Magier. Ja. Verdeckte. Und zwei. Second Wind. Super. Und das. Dann Dorfix. Jupp. Senpai. Jupp. Kein. Und mein. Dann würde ich eine zweite Salvation aktivieren. Glaube ich. Zumindest von Asmodee. Ein Effekt Salvation. Effekt Fixia? Ja. Ja, okay. Dann auch noch Search für. Search für. Marinetta. Dann. Auch für Search, Effekt Spoofing. Mhm. Shovel Faker. Mhm. Search Faker. Mhm. Special Faker. Ja. Ich denke, das ist ja gut, ne? So klappt eigentlich. Sag mir andere, ne? Damit ging es nicht bei nur einer. Wenn sie auf 3 ist, geht's wieder. Dann läuft das etwas anders, dann macht das in so einem Buch. Wir sind halt eben zusammengeschlossen. Dann wird einer von uns zu Flagship-Store, macht die ganzen Orte. Name ist am Start. Effektstab zum Suchen von Zauber- und Feinkarten, die durch dunkle Magier agieren. Effekt Protocol. Was sind dann Kosten? Sind das Kosten? Wir gehen sind One Other Face of Antigaspert, Control, The Graveyard, ja. Kosten. Ja, wird zerstört oder? Gesendet. Chain Secrets zum Fusionsgeschirr? Ich muss das lesen. Perfekt, ja. Mhm. Ist das so das Beste, dass das funktioniert? Dass sie sich nicht selber senden muss, oder was meinst du? Nee, dass du, egal wenn du den Effekt schon aktiviert hast, dass du eine neue runterlegst und es wieder machen kannst. Echt? Ja. Krass. Das ist. Stimmt. Ich glaube, ich habe so hart gebrickt, dass ich glaube ich gar nicht weiter spielen brauchen. Gehen wir mal ins nächste. Ich habe gebrickt. Ja, das ist zu viel Gas. Das ist das Problem. Ich habe gar nichts. Nächste tolle Karte. Ja.
Problem an dem Deck ist, ich hatte halt eigentlich schon Möglichkeiten, aber wenn halt der Schwarzmagier fehlt, dann kannst du halt nicht besonders viel machen. Ich hätte jetzt nur Schwarzmagier-Mädchen auf der Hand und Spells, die alle irgendwie mit dem Schwarzmagier haben. Also. So, dann fange ich dann mal an. Dann schaffe ich einmal einen Schwarzmagier ab, um sie zu special. Effekt, ich würde mir gerne Schwarzmagier vom Deck auf die Hand suchen. Ich weiß. Wenn finstere Hexer kämpft, kann ich sie von der Hand oder von der Spielfeldzeit auf den Friedhof legen. Wie? Und dann kriegt das Monster zusätzlich 2000 Angriffspunkte bis zum Ende des Kampfes. Wieso mische ich überhaupt eigentlich das kann? Schwieriger Salvation. Jetzt mir wieder ewige Seelen. Ich gerne Stab des Magiers normen und den Effekt aktivieren zum Suchen. Jupp. Dann suche ich mir Servant. Kommt als nächstes Magician Souls, liegt als Kosten Schwarze Magier Mädchen rein, dann würde ich gerne Schwarze Magier Special. Ja, bloß. Ich sag mal, das fühlt sich flüssiger an. Dann Effekt Salvation, wo ich mir Schwarze Magier Mädchen. Du willst ein Kombo-Deck? Ich habe Schwarze Magier zu einem Kombo-Deck gemacht. Ja, du, das hast du häufiger, wenn du spielst. So. Als nächstes würde ich gerne Soul Servant aktivieren, wieder zum Stacken. Und stacken wir diesmal. Ich habe die beigenommen, die ich gespielt habe, die mir gefallen haben, die habe ich reingenommen. Dunklen magischen Kreis. Das wird gegen dich eigentlich ganz lustig sein. Die lasse ich erstmal raus, weil bevor ich euch irgendwas verkaufe, möchte ich zumindest sicherstellen, dass es mir gefallen hat. Dann würde ich gerne den zweiten Effekt von Soul Servant aktivieren. Ich würde dann gerne meinen Friedhof banishen. Ja. Und den check die Karte praktisch. Ob die beiden auf dem Spielfeld sind oder im Friedhof, also bei beiden, oder diese Palladium-Monster, also man hat und Mana. Und ich darf für jede eine Karte ziehen, also in dem Fall zwei. Dann als nächstes aktiviere ich den dunklen magischen Kreis. Ich glaube, den kennst du noch, ne? Ich mache die obersten drei an und adde mir der Hand hinzu. Dunkle Magier, tu die Beine so zurück. Dann kann ich sagen, okay, wenn das nicht für einen ist, dann ist das und das eher was. Oder wenn das was für einen ist, dann probier mal, ich muss gleich an die Karte oder ob ich das spiele. Dann spiele ich einmal die Illusion des Chaos. Ich glaube, die ist eine der neueren Karten. Die kennst du, glaube ich, nicht. Ich zeige dir ihn praktisch vor. Dann darf ich ein Nicht-Ritual-Monster von meinem Deck meiner Hand hinzufügen und muss dann irgendeine Karte von meiner Hand auf mein Deck werfen. Jetzt mit dem dunklen Magier zu tun, dem Monster. Nehme ich mir auf die Hand den neuen Timaeus. Das ist ein kleiner Rücken-Roller da hinten. Auf mal putzen. Und durch die Karte auf mein Deck. So. Eine Karte, die irgendwie schwarzer Magier related ist, auf dem Friedhof und dann die Special. Dann aktiviere ich seinen zweiten Effekt. Ich darf fusionieren vom Spielfeld und von meiner Hand. Dann nehme ich die beiden. Wieder in den Drachen, bitte. Dann mache ich aus den beiden IP
Vier Maskuline. Ja, ich würde sowas sagen, das werden dann... Du bist? In der Dorffest, ich die nur aktivieren, dass sie offen ist. Und dann kannst du machen. Ja, gut, dann kommst du durch. Norm ist noch mit. Perfekt. Und, End of Main. Ja. Effekt ewige Seele zum Special. Ja. Musst du targeten? Nein. Das ist gut, also wenn du Call aktivieren willst, dann kannst du das jetzt schon machen. Ja. Aber das nützt nichts. Chain 1 dunkler magischer Kreis, Target, Chain 2 Salvation, würde mir schwarze Magiermädchen wiederholen. Mhm. Und Chain 3 Magician's Road, ich muss den als Kosten opfern, ein Hexer von mir, mhm. Und darf ich mir den Stab wieder zurückenden. Ist voll. Dann ich den zurück. Special sie. Und dann wird deine Mellow Seek gebanished. Wer kann aufgeben? Nein, spiel weiter. Dann, Set 1? Ja. Set 2? Ja. Set 3? Set 4? Es gibt nämlich jemanden, der würde ganz gerne sehen, was das Deck noch so kann. Deswegen wollte ich das diesmal jetzt, weil ich es jetzt gerade so schön zeigen kann, das machen. Dann während der End of Main würde ich gerne Effekt IP Maskuline aktivieren. Ja. Und du Unicorn. Genau, der schöne. Der schöne Unicorn. Effekt Unicorn. Discard und dann target ich mal hier. Schaffe die zurück. Ja, oh, das war gut. So. Dann Dorface. Jo. In der Dorface Effekt ewige Seele zum Special. Das funktioniert nicht. Strike ist nur auf direkte Beschwörung. Das ist nicht Solemn Warning. Solemn Warning würde jetzt zum Beispiel gehen. Und einmal schwarze Magie wieder. Mache ich Chaining 1 die. Und Chaining 2 die. Ja. Bin ich das Mädchen oder so? Ja, das macht glaube ich auch am meisten Sinn. Malbeschwörung Stab. Ja. Würde ich ganz gerne Effekt von Stab aktivieren, um das zu suchen. Ja. Habt ihr Resolve? Ja. Dann würde ich tatsächlich die beiden weglinken mit ihr. Oh, ich finde es. Und vor Underworld Goddess. Mhm. Du müsst ja nichts nochmal lesen. Du kannst auch einmal das Nähe-Konfliktmaterial verwenden. Falls diese als Linkbeschwörung beschworene Karte beschworen wird, du kannst die Effekte aller offenen Monster deinen Gegner kontrolliert annullieren. Das ist natürlich eigentlich auch multifestellt werden. Diese als Linkbeschwörung beschworene Karte bleibt von aktivierten Effekten des Gegners unberührt, es sei denn, sie wählen diese Karte als Ziel. Also, ich glaube, du wählst sowieso nur. Einmal pro Spielzug, wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, die oder der ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwört, kannst du die Aktivierung annullieren. Cool. Dann. Hi. Na? Dann kommt einmal nochmal Illusion des Chaos. Da hast du noch einen Strike. Noch ein Strike? Okay. Das ging mir auch nicht mehr so viel. Ich kann gar keinen Access-Code nachschauen. Dann würde ich einfach in die Battle-Phase gehen. Ja. Ich mit denen überrenne und die beiden müsst ihr noch bei 5000. Müsst ihr erreichen. 3 und 3. Und wie schon gesagt, immer kommen wir jetzt hier. Das hilft weiter. Nice. Also, wer mal mit mir redet, ich bin so ein Fan. Ja. Und wer mal mit mir redet, umso mehr kann ich einem sagen, jo, das passt und das passt.
hat ja super geklappt. Und